Relegation und DFB-Pokalfinale innerhalb weniger Tage. Ja, und unsere Tipps heute zu Werder gegen Heidenheim, das Hinspiel und Bayer gegen Bayern. Was war das für ein brutales Finale? Bremen hat es noch in die Relegation geschafft und die so gut wie sicher geretteten Düsseldorfer haben es wirklich extrem verkackt. Und da wird natürlich dann auch heftig diskutiert mit sehr vielen Emotionen in den sozialen Medien. Und vor allem wird Köln hier irgendwie der schwarze Peter des Unterschleifes zugeschoben. Aber andererseits, Düsseldorf hätte es ja auch selber in der Hand gehabt. Die hätten ja bloß nicht 3-0 verlieren müssen und dann wären sie jetzt in der Relegation. Genau. Düsseldorf hatte 2 Matchbälle. Sie haben eine tolle Rückrunde gespielt unter Uwe Rösler, hatten wirklich mehrmals, aber auch allein schon 2 Matchbälle die Chance, die Klasse zu halten, haben es nicht geschafft. Köln, klar, hat Werder Bremen die Karten gespielt, muss man ganz klar sagen mit der Einstellung. Auf der anderen Seite hat Köln eigentlich so gespielt wie 80% in der Saison, nur mit ihren anderen 20%, wo sie eine Wahnsinnsserie unter Gistol hatten, haben sie ja die Liga letztendlich gehalten. In Bremen ist vielleicht wieder das neue Werder-Weser-Wunder möglich. Ich hoffe es natürlich und jetzt, ich habe ja witzigerweise vor dem letzten Spieltag kurz auch ein Schnäckchen mit dem Erik Meyer gehabt. Und der hat gesagt, Werder gegen Hamburg könnte in der Relegation stattfinden. Das glaubt er auch tatsächlich. Mit Werder hat er recht gehabt, aber Hamburg hat ja die Riesenchance nicht genutzt, dass Heidenheim gegen starke Bielefelder auch verkackt hat. Ja, das war die zweite krasse Überraschung. Also da hätten die Hamburger auch es selber in der Hand gehabt. Aber die haben gesagt, lieber nicht so Gas geben gegen Sandhausen, lieber 5-1 verlieren und noch ein Jahr zweite Liga spielen, die Mannschaft reifen lassen, bis sie dann so weit sind, um auch wieder vielleicht um den Aufstieg mitzuspielen. Also krank eigentlich, weil ja auch Konkurrent Heidenheim verloren hat gegen Zweitligameister Bielefeld. Also hätte Hamburg eigentlich nur, glaube ich, einen Punkt gebraucht oder zumindest ja so in der Art und Weise, wie sie sich dann präsentiert haben, auch nicht bundesligareif. Mal schauen, was Heidenheim jetzt hier in diesem Spiel zeigt. Und das andere, was ich noch dazu sagen wollte, war ein interessanter Fakt, weil ja auch den Kölnern da unterstellt wurde, dass sie halt absichtlich so hoch verloren haben. Da hast du schon gesagt, dass sie halt einfach auch sich in den letzten Spielen seit dem Restart nicht so gut präsentiert haben. Und irgendwer hat dann in den Raum geworfen, dass sie auch durch die Niederlage ein paar Plätze in der Tabelle abgerutscht sind, wodurch ihnen ja auch Millionen an TV-Geldern angeblich durch die Lappen gegangen sind. Also so ganz von Schiebung zu sprechen, ist dann auch nicht wirklich korrekt. Also Aluhüte wieder runter, konzentrieren wir uns jetzt auf die Zukunft und das ist dieses Relegationsspiel zwischen Bremen und Heidenheim. Die Bremer offensichtlich Favorit. Wie kommt es denn dazu? Ja, und um in die Zukunft zu schauen, muss man ganz kurz mal in die Vergangenheit gehen. Werder gegen Heidenheim gab es schon mal 2011 im DFB-Pokal. Und zwei Heidenheimer sind immer noch dabei. Einerseits auf dem Spielfeld unser Herr Schnatterer und der Trainer ist auch immer noch der gleiche. Da gab es den 2:1 Sieg in der ersten Runde damals. Und ja, in der zweiten Runde, 8 Jahre später, hat Werder sich revanchiert. 1:1 steht es also bei dem internen Duell und Werder ist natürlich jetzt Favorit. Also sie haben letztendlich mehrere Endspiele in den letzten Wochen schon gemeistert und das letzte jetzt gegen Köln offensichtlich sehr, sehr erfolgreich und auch die Offensive funktioniert wieder. Niklas Füllkrug kann damit vielleicht auch einen kleinen Anteil haben. Er bringt auch nochmal eine interessante Statistik mit. 2-mal hat er schon in der Relegation gespielt. Einmal bei Greuther Fürth, einmal bei Nürnberg. Beide verloren. Jetzt das 3. Mal mit Werder, aber das 1. Mal so richtig Favorit. Was ist noch ein Grund, warum Werder mit einer 1,5er-Quote der Favorit ist? 8 von 11 Relegationsspielen hat der Erstligist gewonnen. Also, für Heidenheim ist es aber das Spiel des Lebens und da können sich im Prinzip Zukünfte von persönlichen Fußballspielern ändern, ne? Ja, das stimmt natürlich, aber auch so wie Heidenheim hier in diese Relegation gerutscht ist, ist natürlich jetzt kein Argument, hier Value beim Gast zu suchen. Bremen zu Hause, das lasse ich mal so stehen, unkommentiert. Fallen viele Tore in diesem Spiel. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass das erstmal ein bisschen
abtasten ist. Andererseits haben wir ein Spiel Erstliga gegen Zweitliga und dafür ist die Quote auf over 3 Tore mit 2,0 absolut Zucker. Wenn man sieht, dass sonst in Spielen in der Bundesliga zuletzt die Quoten auf über 2,5 Tore wesentlich niedriger waren als diese 1,65, würde ich hier diese over 3,5 auf jeden Fall mitnehmen. Besser als eine Wette auf Bremen Heimsieg sowieso, besser auch als ein Bremen Asian Handicap. Und wie ich schon gesagt habe, so natürlich wird sich Heidenheim vielleicht versuchen, teuer zu verkaufen, aber dass Bremen Tore schießen kann, haben sie ja jetzt, die haben sie ja warm geschossen. Und vor allem Yuya Osako, den ich auch immer gerne Yuya Osako nenne, hatte ja wirklich auch in den letzten Spielen sowohl kämpferisch als auch als Torjäger überzeugt. Und ja. Das wäre vielleicht so eine Side-Bet, dass der vielleicht auch sich hier in die Torjägerliste eintragen könnte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, diese Over 3,5 oder Over 3 lachen mich an. Ja, Over 3 bedeutet ja dann letztendlich, wenn das Spiel 2-1 oder 3-0 ausgeht für irgendwen, dann kriegt man sein Geld zurück. Gefällt mir auch, weil ich sehe hier ein 3-1 für Werder, vielleicht sogar ein 4-1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder nicht einfach gleich in die Vollen geht. Ich glaube nicht, dass die auf Abtasten gehen werden, denn Heidenheim kommt jetzt mit einer deutlichen Niederlage gegen Bielefeld, mit dem Bewusstsein, dass sie Außenseiter sind. Und Werder hat gegen bessere Clubs in der Defensive gut gestanden. Aber warum sollen sie jetzt ausgerechnet auf Abtasten spielen, wenn sie wissen, sie spielen gegen einen qualitativ schwächeren Gegner? Also ich glaube auch, dass wir hier Tore sehen. Und Heidenheim hat auch schon in der zweiten Liga bewiesen, dass sie ganz gut in der Offensive sind. Genau. Und so viel dazu. Dann kommen wir gleich noch zum DFB-Pokalfinale. Bayern gegen Bayer Leverkusen. Und hier sind die Bayern natürlich, muss man fast sagen, starker Favorit mit einer Quote von 1,36. Die Bayern ja zum 8. Mal in Folge Meister geworden. Leverkusen hat am letzten Spieltag nicht so hoch gewonnen, wie man es erwarten hätte können und sie auch vielleicht hätten müssen gegen Mainz. Aber da wurden sie demotiviert, weil auf dem Parallelplatz Gladbach ja die Champions League-Teilnahme fix gemacht hat. Leverkusen kann jetzt hier quasi die Saison mehr oder weniger krönen in diesem einen Spiel gegen Bayern, die vielleicht noch im Kopf vielleicht schon einen Schritt weiter sind in der Champions League, denn die steht ja auch noch irgendwann vielleicht an. So genaue Sachen weiß man jetzt da auch nicht. Also man hofft natürlich, aber man weiß ja nie, was da noch dazwischen kommen kann. Aber jedenfalls hier diese Quote auf Bayern sehr niedrig. Siehst du da Chancen für Leverkusen? Man könnte sich jetzt auch mal, wie wir das schon im letzten Halbfinalspiel von Bayern gemacht haben, die Asian Handicaps anschauen. Bayern hat souverän jetzt in Wolfsburg nochmal gewonnen, 100 Tore geknackt. Kurz ein paar Wochen davor gegen Leverkusen auch auswärts deutlich gewonnen. Und Leverkusen hat jetzt auch nicht in den letzten Wochen überzeugt. Sprich 2-0 Niederlage gegen Berlin, 1-0 Sieg gegen Mainz. Also von daher vom Selbstwertgefühl dürften die nicht ganz so on top sein. Und ich bezweifle, dass Peter Bosz so die richtige Bayern-Siegtaktik hat. Bayern kann sich in erster Linie nur selber schlagen. Und das glaube ich nicht. Trotzdem denke ich, dass in so einem Spiel der FCB etwas vorsichtiger rangeht und taktisch auch klug an die Sache ranmarschiert. Deshalb könnte ein Asian Handicap auf Leverkusen interessanter sein. Ich sehe aber nichts anderes passieren, als dass Bayern den DFB-Pokal holt. Ja, da müsste man auf Leverkusen plus 1,5 gehen, was dann bedeuten würde, man gewinnt diese Wette, wenn Leverkusen mit maximal einem Tor Rückstand verliert. Cool wäre natürlich, wenn es halt irgendwie in die Overtime geht, vielleicht Elfmeterschießen, dann wäre diese Wette ja auch gewonnen, aber auch für die Zuschauer, glaube ich, wäre es halt einfach schöner, wenn es hier spannender wäre, wenn schon die Bundesliga tot geredet wird und darüber diskutiert wird, ob die Bayern nicht irgendwie in ihre eigene Liga, wo sie gegen sich selber spielen oder gegen internationale Gegner gehen, damit sie diese Bundesliga ja nicht weiter zerstören. Aber gut, das ist ein anderes Thema, Wunschdenken von manchen, aber naja, hier ist schon echt schwierig. Ich glaube schon, dass Bayern das relativ klar machen könnte. Aber auch hier vielleicht lieber der Blick auf die Tore. Beide Mannschaften können Tore schießen, du hast gesagt. Bayern wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen
die Sache langsam angehen lassen. Aber andererseits haben wir hier schon zwei offensiv starke Mannschaften. Warum sollen hier nicht während der regulären Spielzeit einfach mal 4 Tore fallen? Also das ist keine Überraschung, wenn es passieren würde. Und dafür ist die 1,9er-Quote durchaus attraktiv. Aber ich hätte halt auch nicht so wirklich. Ja, ich hätte hier sogar genauso attraktiv gefunden, unter 3,5 Tore, einfach weil es ein Finale ist, einfach weil ich keinen Blowout vermute von eins der Teams und ich sehe jetzt auch kein offensiv geprägtes Spiel, das schnell 2-2 steht, weil Leverkusen muss doch irgendwas aus der Niederlage vor ein paar Wochen mitnehmen und da sind sie zu schnell offensiv reingelaufen, sind zwar in Führung, glaube ich, sogar gegangen, aber dann eiskalt ausgekontert worden und eigentlich hatten sie gar keinen Stich mehr gemacht. Also ich tue mir hier schwer mit einer Torwette, weil beides so gut eintreten kann. Ich würde sogar einfach sagen, Bayern wird DFB-Pokalsieger, dann haben wir auch eine Wette. Ja, dafür gibt es halt nur diese 1,36er-Quote. Aber wenn wir uns die Spiele, diese Meetings, diese direkten Duelle der beiden anschauen, aus den letzten 5 Duellen sind schon immer, außer bei einem Spiel, also in 4 von 5 Fällen mehr als 3,5 Tore gefallen, 80%. Das hätte dann Value, wenn man so argumentiert. Aber ich bin selber natürlich kein Fan dieser direkten Duelle und von daher glaube ich dir, wenn du sagst, da fallen wenig Tore, aber ich würde nicht drauf setzen. Ja, genau. Ich meine, Leverkusen hat ein Tor in den letzten 180 Minuten Bundesliga geschossen, darf man auch nicht vergessen. Und jetzt gegen eine Bayern-Mannschaft, die wahrscheinlich nicht im Konter laufen wird. Mhm. Also schade, wenn Bayern wieder gewinnt. Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich eine DFB-Pokalmeisterschaft von Leverkusen erinnern kann. Weiß nicht, ob du da was im Kopf hast. Ich habe da irgendein Finalspiel mit Rüdiger Vollborn noch im Kopf, aber das ist urlange her, ne? In den Anfang 90er vielleicht. Keine Ahnung. Ewig. Naja, ansonsten andere Wetten wären, ist eh nicht so unser Thema hier jetzt irgendwie großartig drauf zu spekulieren. Vielleicht die Gesamtzahl der Ecken nochmal hier. Gehen die Buchmacher davon aus, dass viele, oder naja, da kannst du auch nur in diesem Rahmen 9 bis 11 Wetten, Ecken. Also das ist dann schon Blödsinn, muss man sagen. Gibt vielleicht noch die ein oder andere Wette, die ihr dazu auf dem Schirm habt. Postet es gerne in die Kommentare. Ansonsten lassen wir es bei dieser einen Relegationswette mit over 3 Tore bei Bremen-Heidenheim. Also das halte ich doch für ein absolut machbares Ding. Und dann sehen wir uns wieder zum Rückspiel Bremen-Heidenheim. Und ja. Dann in der 50.000-Mann-Metropole und Frau in Heidenheim.